Meine lieben 70 Millionen, 100.000 Fußballfreunde, herzlich willkommen zurück zum 19er Alu, dem Schanzer Fußball Talk. Heute hier immer noch aus der wunderbaren Eventhalle in Ingolstadt, wo heute Abend Ketka und auch Thees Uhlmann auftreten mit seiner Band. Herzlich willkommen, Thees Uhlmann. Thees ist ja, die beiden anderen Herren habe ich euch schon vorgestellt. Ich habe mir das notiert, weil das so viel ist. Er ist ein richtiges Multitalent sozusagen. Vom Buchautor, schreibt für Visions Musikexpress, hat ein eigenes Plattenlabel zusammen mit Markus Wiebusch. Schauspieler, Musiker, Songschreiber. Ja, herzlich willkommen, Thees. Moin. Moin. In den ersten beiden Blogs haben wir also über das Abschneiden der deutschen Mannschaft gesprochen, auch wer darf spielen, spielen die Richtigen, die Überraschung der Europameisterschaft bislang. Und ja, wir wollten ein bisschen über das Drumherum noch sprechen, die Europameisterschaft, und einen Ausblick geben auf das Viertelfinale. Heute Abend findet das erste statt. Übrigens, wir dürfen heute Abend mit den Jungs auch feiern. Hier wird ein Public Viewing auch stattfinden in Ingolstadt. Aber deine Einschätzung, Thees, zum Viertelfinale vielleicht erstmal, was ansteht. Ich habe so schlecht getippt in meinen Tipprunden, deswegen weigere ich mich da fast Tipps abzugeben. Es ist alles so wahnsinnig stressig und aufregend. Dann kennt man so Leute, die man nicht gut findet, und versucht man besser zu sein, dann sind die wieder besser als man selber. Ich habe da fast schon kapituliert. Ich bin von Nicht-EM-Fieber in die totale Kapitulation gleich rübergegangen. Und Jerome Boateng redet nur mit seinen Lippen, hast du das mal gesehen? Der bewegt keinen einzigen Gesichtsmuskel, nur die Lippen. Der macht alles über die Lippen. Das ist total super. Das ist mir noch nicht so aufgefallen. Muss mal genauer hinschauen. Bernhard, was meinst du heute Abend mit... Heute Abend? Ja. Ich tippe auf Halbfinale Portugal gegen Spanien. Okay. Und Deutschland gegen Italien. Das sind meine Tipps. Mhm. Tommy, du? Ich denke, wir sind ja dann schon morgen. Portugal wird die Tschechen geschlagen haben. Wir werden die Griechen besiegen, und in den anderen beiden Partien werden sich die Spanier durchsetzen und die Italiener, ja. Schätze mal. Ja, das ist mein. Für Hedgefondsmanager ist das ein total gutes Wochenende ab Freitag. Die können erst auf das Fußballspiel setzen, dann setzen die ihr Geld auf Griechenland. Und wenn dann Griechenland Deutschland schlägt, dann wird am Montag in Griechenland die Börse nach oben gehen. Da könnt ihr dann auch nochmal quasi ein verlängerter Spieltag. Das stimmt. Das aber so weit haben wir jetzt gedacht. Wir sind ja eher zu D-Mark-Zeiten, wenn jetzt wieder. Richtig, ja. Weil du gesagt hast, nicht EM-Fieber. Also bist du dann, warst du überhaupt nicht aufs Fußball? Doch, oder bist du anders wie viele andere bei uns in Deutschland, wo jetzt überall Partys stattfinden und jeder baut in seinem Garten Zelte auf und Zelt für Kinder, Zelt für Tiere, Zelt für zum Fußball schauen? Nee, ich habe mich schon gefreut total darauf. Und ich gucke halt einfach auch gerne Fußball im Fernsehen, aber dass man da jetzt so völlig angespannt da sitzt, das ist bei mir noch nicht bis jetzt so reingekommen. Ich bin dann aber wirklich mehr so Zweitliga-Übertragung, wenn da so Regionalduelle sind, wie so Nürnberg gegen Fürth und sowas, wenn das wirklich sowas Kulturelles auch bedeutet, dann gucke ich mir dann extrem gerne. Also zum Verständnis, Thees ist auch leidenschaftlicher Anhänger vom FC St. Pauli. Ja. Ja. Und damit bist du ja auch, du achtest auch auf das Drumherum. Was fehlt dir jetzt vielleicht? Ich achte bei allen Sachen so auf das Drumherum. So zum Beispiel gehe ich wahnsinnig gerne auf, manchmal so auf Gothic- und Metal-Konzerte. Nicht, weil ich extremer Gothic-Fan bin, aber das so. Ich meine, ich habe halt 150 Indie-Konzerte gesehen. Und einfach mal so ein Gothic-Konzert zu sehen und gucken, was da für Codes abläuft, wie bewegen sich die Leute, was ziehen die Leute an, das finde ich schon sehr interessant. Ja, Fußballkultur, was bedeutet das für dich auch beim FC St. Pauli, das ganze Umfeld? Für viele ist ja auch der FC St. Pauli die einzige Alternative in Deutschland, auch wenn man nicht unbedingt in Hamburg wohnt. Ach, das ist ein großes Thema. Das ist echt ein großes Thema. Und das ist wirklich manchmal einfach so, dass ich auch wahnsinnig gerne Fan vom normalen Fußballverein sein würde. Genieße es natürlich auch, dass es halt nicht so ist, sondern dass das mein Verein ist und dass der Verein wirklich Sachen anschiebt, oder dass die Fans einfach sagen, nö, machen wir nicht, wir haben keinen Bock drauf. Und das, aber wir könnten doch, nein, haben wir keinen Bock drauf. Das finde ich natürlich auch schon sehr gut. Ja, mitbestimmt. Fußball, ich finde es immer gut, wenn in einer größeren Gruppe von, sagen wir mal, von über 30.000 Leuten, wenn noch diskutiert wird, wenn es da einen Diskurs gibt über vermeintlich wichtige Sachen. Das findet heutzutage
eigentlich fast nirgendwo mehr statt. Die Leute haben irgendwie so eine Meinung zu ihrer Startbahn oder die Leute haben eine Meinung zu Atomkraftwerken. Das ist häufig von Moden auch abhängig und sowas, aber ich finde das eigentlich ganz schön, schon wieder nach außen. Also ich glaube, ich finde es wahnsinnig schön, dass man eine Sache plant für 30.000 Leute oder 100.000 oder 300.000 Leute, dass Leute sagen, nö, finde ich nicht gut. Dann sagen andere, ja, aber könnte man das nicht so? Und das finde ich in diesen Zeiten, wo viele Leute von Demokratieverlust reden, finde ich es eine wahnsinnig gute Sache, dass irgendwie eine Sache Leuten so viel wert ist, dass sie wirklich sich auch anstrengen und darüber diskutieren. Und Fußballkultur ist für mich aber über Fußball das ganze Jahr zu diskutieren. Dass ich Tag und Nacht über die Sache Fußball diskutieren kann und dass ich ja genügend Leute in meinem Umfeld habe, mit denen ich gern über Fußball diskutiere. Mir geht es die letzten Tage auch so, dass so viel zu mir sagen, na Tom, was hältst du von dem Spiel oder hast du was von Deutschland spielen kann? Und dann sage ich meine Meinung und dann sagt der Gegenüber genau die Floskeln, die momentan im Fernsehen kommen oder in die Zeitungen stehen und dann stehe ich einfach auf. Meine ich zum Beispiel die Bild-Zeitung, da meine ich jetzt nicht den Donau-Kurier, weil da kenne ich ja einige Top-Journalisten. Entschuldigung. Und da denke ich mir, wenn du dann kommen welche zu mir und sagen, Tom, aber der Müller ist doch schlecht oder der ist schlecht, und dann stehe ich auf und gehe, weil das ist für mich keine Diskussion, sondern das ist das Nachgeplapper von irgendwelchen höheren Sphären und ich bin da lieber unten am Boden. Ich habe da keinen Gram mehr in meinem Herzen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mit 18 habe ich auch über Leute gelacht, die irgendwie ihren Oldtimer reparieren, da Spoiler ranbauen. Heute sage ich einfach so, ey, wenn das ist, was dich glücklich macht, ich versuche mit meiner Gitarre glücklich zu werden, schaff das so halbwegs. Ey, wenn der Oldtimer dich glücklich macht und du glücklicher bist als ich, ich glaube, du hast irgendwie gewonnen. Ja, dann lass ich ihn okay. Aber wenn er zu mir sagt, komm, jetzt fangen wir mal über Oldtimers diskutieren an, dann gehe ich einfach, weil ich sage, dann könnte ich. Aber bei mir ist das dann eher so, hey, du spielst Gitarre, das ist mein Abs. Ich hatte mit 17 auch meine Gitarre. Sag ich so, ja, ich spiele immer noch Gitarre. So, ja, das ist bestimmt der Traum. Sag ich, ja, ist total der Traum, aber es ist manchmal auch wahnsinnig anstrengend, zum Beispiel irgendwie Leuten zu erklären, so, ja, so, und dann kann man natürlich so, und warum hast du eigentlich einen Oldtimer? Ich habe noch niemals ein Auto gehabt. Und dann sagt er so, wie, du hast noch niemals ein Auto gehabt? Nee, ich hatte noch nie ein Auto. Und dann fällt denen halt aus, so, und dann muss man, und weißt du, was ich meine? Und so geht es bei uns, wenn manche mit uns über Fußball diskutieren wollen. Genau. Also, nee, nicht mit denen, die können und die Ahnung haben davon. Genau. Thies, du hast vorher gesagt, ich bin mit meiner Gitarre glücklich und so weiter. Was ist für dich eigentlich so das Bindeglied, so, oder gibt es ein Bindeglied von Fußball zu Musik? Oder was ist das für dich, das Bindeglied? Gibt es uns? Ich helfe dir auf die Sprünge. Ach so, das ist ja nur so ein Song. Ich glaube ja, dass Jack White irgendwo in Amerika sitzt, denke ich so, geil, verrückten Europäer. Ich habe keine Ahnung, aber ey, freut mich, dass ihr mein Lied singt. Irgendwie so ein Blues-Pop-Gitarrist, der aussieht wie ein Zombie, schreibt so einen Song, den irgendwie die gesamte Schlachterinnung Gieseng mitsingen kann. Das finde ich irgendwie faszinierend. Wir reden schon wieder ums Drumherum. Aber also da muss jetzt ihr das erste Mal in der 27. Sendung sagen, dass ich jetzt keine Ahnung habe, um was es geht. Achso. Okay. So, das ist auch, ich meine, jemand schreibt so einen Song, der irgendwie, oh, ich komme aus Detroit, ich mache nur Seven Inches und hier ist mein Song. Und plötzlich singt das Gesamteuropa. Gibt es da eine Schnittmenge zwischen? Ja, ich meine, beides emotionale Sachen. Es gibt überhaupt keine, glaube ich nicht. Es gibt natürlich, ich habe so einen Fußballsong geschrieben, aber auch einfach nur, weil ich keinen Metal-Punk mehr im Stadion hören wollte, weil zu Drittliga-Zeiten war St. Pauli-Fan sein eben eine traurige Sache. Da habe ich gedacht, verdammt, musste man einen traurigen Song schreiben. Oder das war mir ein Bedürfnis, einen Song zu schreiben, der mein St. Pauli-Fantum darlegt. Und ansonsten gibt es da wahrscheinlich bei 30.000, also besonders viele Iro-Punks habe ich jetzt bei der EM nicht gesehen. So, die Leute werden Musik lieben, Musik ist eine emotionale Sache. Sie singen White Stripes im Stadion und ich weiß einfach nur, dass die Plattenindustrie zu jedem Groß-Event versucht, da irgendwie einen Song durchzusetzen und das ist natürlich so. Ja, aber die Idee, dass ihr jetzt vielleicht du in Kombination mit GHVC oder mit Markus oder sonst wie, dass ihr jetzt mal endlich einen EM oder WM-Song macht. Einen vernünftigen. Der dann über, keine Ahnung was, vertrieben wird. ARD oder Bayern 3 oder keine Ahnung. Ist das nicht irgendwie möglich? Wir würden es uns wünschen. Ich setze mich mal dran. Bitte. Weil das, was im Moment spätestens zur WM 2014. Ich schreibe den Song von Luxemburg. Wobei Maxi Knopp und Waldi Hartmann ist ein wahnsinniges Video, was die da haben. Ja, eben, das vielleicht jetzt wohl noch mit einbaut, so ein Remix mit dem Waldi. Ich bin ja immer mit so Ironie und Rock'n'Roll, das ist immer nicht. Okay. Was war für dich, T.S. Ullmann,
immer noch in der Sendung, was war für dich eher da? Die Gitarre oder der Fußball? Bei mir hat das eine persönliche Verbindung. Ich komme halt, oder das wird hier in Bayern genau dasselbe sein. Ich kam vom Dorf und da hast du halt einfach Fußball gespielt. Dann auch im Verein, im mächtigen TSV Eichelwarstade. Und ich war mega schlecht. Ich war dick, ich war schlecht, bisschen motiviert. Und also so immerhin. Und dann so Hallenturniere, oder beim Training wurde ich dann immer als Letzter ausgewählt. So, ja, okay, Tess, dann musst du halt zu uns. Das ist eins. Der Klassiker, oder? Der Klassiker. Ich durfte bei Hallenturnieren nur rein bei der Ecke, weil ich halt den Ball so ins Tor drängen könnte. Müller-Style. Und der Frustration oder der Grad der Traurigkeit, dass man halt dann nicht irgendwie Mail-Bonding betreiben kann und sagt von mir so, wir spielen Fußball, sondern ihr spielt Fußball und ich bin der Klotz am Bein. Das hat garantiert was damit zu tun, dass ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Das dachte ich mir schon. Deswegen so in diese Frage haben wir uns das überlegt. Das war dir genau auf der richtigen Fährte gewesen. Aber das ist halt lustig, jetzt zum Beispiel, wir haben in Hermoya das Konzert gespielt und da war halt mein allererster Fußballtrainer halt auch da beim Konzert und so Leute, mit denen ich halt früher wirklich in der Ehe so Fußball gespielt habe. Und ich so, ey, Mike, ich war wirklich echt scheiße im Fußball. Er so, du hast richtig scheiße. So. Und mit meinem Trainer auch, er so, ey, hätte ich dich einfach mal ein bisschen häufiger spielen können? Er so, nein, weil ich wusste, dass du Musik machen willst. Und deswegen habe ich dich auf der Bank verhungern lassen. Ich so, cool. Ja, echt witzig. Hast du dann nochmal ein Tor gemacht nach der Ecke? Mal ich hab wirklich so ein paar Toren. Also die Taktik vom Trainer ist halt auch komplett aufgegangen. Ecke, Ullmann rauf, Tor, wieder runter. Ich so, noch einmal bis zur Mittellinie laufen. Ja, gut. Alles cool. Auch bei dieser Sache kein Drama in meinem Herzen. Das ist das super. Okay, Thies, wir haben was für dich. Drei CDs aus unserer kreativen Hochburg, dem Engelwirt. Okay. Engelwirt ist die Geburtsstätte von Slut zum Beispiel, die sagen da vielleicht was. Die sagen mir halt als Ingolstädter was. Ja, eben. Die sich ja zum Teil auch schon am Mönchen verpisst hat vor 20 Jahren eines der ersten Konzerte im Engelwirt gespielt. Okay. Und da sind einmal drei Bands, Adore Me Not, die Popstar Killers und Gorilla Rodeo. Die haben die uns ein oder überreicht. Andere, die ein oder andere habe ich doch bestimmt schon beim Zündfunk besprochen. Oder? Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anhören. So, und dann, du warst ja Botschafter vor zwei Monaten. I was. Botschafter für einen Record Store Day. Genau. Überragendes Video auf YouTube. Ja. War schön. Genau. Da hat der Thies die Leute animiert, dass sie am Samstag, 21.04. in ihren Plattenladen des Vertrauens gehen und Platten kaufen. Mich hat zum Beispiel Christoph Nagel aus St. Pauli angerufen. Er hat gesagt, die Thies sind ganz Hamburg ausverkauft und besorgen mir eine in München mit und keine Ahnung, deswegen habe ich zwei dabei. Und jetzt gibt es aber ganz normal bei euch im Online-Shop. Ja, jetzt gibt es noch. Kriegt man also wieder. Wunderbares Artwork hinten drauf, ein Siebdruck. Der Naki haut gerade die Eckfahne in Rostock in die Erde nach dem Tor. Und da habe ich da zwei Platten besorgt aus England. The Bevis Front, die haben hier auch schon gespielt. Und finde die überragend, total geiler Typ, super Gitarrist. Und da ist eine für Markus, eine für dich. Vielen Dank. Die waren eben auch vom Record Store Day limitiert auf 500 Stück. Oh, wenn ich bei jedem Interview, was ich gebe, so ein Geschenk bekomme, würde das ja echt cool. Das machen wir aber bei jedem und bei dir. Das ist echt super, und vielen Dank. Das hat mich echt gefreut, weil für mich war das Weihnachten, der 21. April. Ich fand es auch wunderschön. Ich habe auch... Hat ein Mensch Geburtstag, an den ich und ihr alle während der Sendung ganz besonders gedacht haben. Okay. Ja. Sixt, genau, hast recht. Ja. Gut. Bitteschön. Dann. Perfekt. Haben wir es soweit? Vielen Dank. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, das machen wir nachher. Das machen wir. Thies, super. Vielen Dank fürs Kommen. Selber. Also vielen Dank. Riesen Spaß heute Abend. Zusammen mit Ketka, Thies Ullmann heute in der Eventhalle im Westpark. Wird eine Riesengeschichte. Wir gehen uns jetzt erstmal abpudern nach dem Genau. Ja. Also vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Bei 19er Alu, dem Schanzer Fußball Talk. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Servus. Tschüss.